Hallo, hallo, willkommen zurück zum neuen Part von Mario und Rebels Sparks of Hope. Jawohl, es geht weiter. Im letzten Part haben wir hier die Special-Welt gefunden. Haben schön aufgeräumt, aber ich würde mal sagen, wir hauen jetzt mal hier ab und reisen in die nächste Welt. Los geht's nach Frostbrocken, oder wie es nochmal hieß? Ich glaube, Frostbrocken war die zweite Welt. Da haben wir die erste Welt. Nee, Flockenbrocken. Ah, okay. Gut. Aber schöne Welt auf jeden Fall. Schöne große Karte. Da haben wir die Welt Nummer 3. 1 bis 9. 8 bis Level 15. Ah, okay. Und dann haben wir die dritte Welt. Oh, ich bin mir sehr gespannt, wie viele Welten es gibt. Es müssten, also jetzt von der Größe her, müssten es vielleicht 4 bis 5 Welten geben, oder? Warte, ich sehe hier 3, 4, 5. Ja, es sind 6 Welten insgesamt. Aber das ist ja cool. 6 Welten, das finde ich toll. Gut, dann auf geht's in die nächste Welt. Flockenbrocken. Eine schöne Eiswelt, toll. Wir befinden uns im Landeanflug auf Flockenbrocken. Nichts wärmt das Herz und weckt die Sinne mehr als seine schneebedeckten Gipfel. Na, wenn du das sagst. Und die Becher voller heißer Schokolade, mit denen auf beschwingten Fondue-Partys in freier Natur angestoßen werden kann. Ich mag keine heiße Schokolade. Die Atmosphärenscans deuten auf einen Temperatursturz hin. Es ist jetzt eine vereiste, finsterzeit verseuchte Einöde. In der Eishöhlen voller Gefahren beim typischen Aufstieg in den schroffen Bergen nur wenig Schutz bieten. Außerdem sind Fondue-Töpfe äußerst schwer zu reinigen und eine der Hauptursachen für schwere Verbrennungen. Da hat sie recht. Nun, ich weiß schon, wen ich beim jährlichen Retina Rail Rider Snowboard Festival nicht als Begleitung angeben werde. Warum dissen sich die beiden die ganze Zeit? Verstehe ich nicht so ganz. Und irgendwie mag ich diesen anderen Computer da irgendwie nicht so. Also Bibo geht mir sowieso sehr auf den Sack irgendwie bei dem Teil hier. Oha. Das sieht irgendwie richtig cool aus. Was sind das für komische Gegner? Habt ihr es gesehen? Habt ihr das gerade gesehen, was das für ein Gesichtsausdruck hatte? Richtig so. Ein ganz komisches Gesicht. Das bestätigt meine Analyse. Dieses Winterwunderland sieht eher aus wie eine Winterwüste. Warum sind eigentlich in allen Welten bei Mario immer irgendwie die zweite Welt eine Wüste? Habt ihr es mal aufgefallen? Mario Odyssey, zweite Welt, eine Wüste, die Eisprobleme hatte. Der erste Teil von Mario und Rabbids war auch eine zweite Welt, auch eine Wüste, mit Schneeproblemen. Und jetzt haben wir wieder eine Wüste mit Eisproblemen. Kann euch vielleicht mal was Neues einfallen oder so, weil das wäre echt cool. Ich habe keinen Bock auf Eiswelten wieder. Aber die Welt sieht cool aus. Oder? Ich finde, die sieht richtig cool aus. Naja, vielleicht haben sie sich dabei was gedacht, das ist so eine Formel bei denen oder so. Oder die würfeln das aus, welche Welt wir als nächstes nehmen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber anscheinend haben sie das so irgendwie gemacht. Aber es sieht echt cool aus. Nördlich von uns in den Bergen ist ein Finsterzeit-Tentakel. Vermutlich der Auslöser dieses unglückbringenden Schneesturms. You don't say. Eisbär schwimmen. Juhu, Eisbär schwimmen. Wo ist der See? Rühr dich nicht vom Fleck, Rabbit Luigi. Also, es muss hier irgendwo einen Wächter geben, so wie Augie auf Strahlestrand, aber bisher ist keiner in Sicht. Dafür kann ich mit Sicherheit sagen, dass sich in diesem Baum eine Lebensform befindet und es ist keine Finsterzeit-Kreatur. Stimmt, da ist wieder so ein kleiner Sparky im Baum. Wir sollten trotzdem mal nachsehen. Vielleicht weiß sie ja, wo wir einst diese Outdoor-Saunafässer finden können, von denen ich gehört habe. Oh ja, so eine Outdoor-Dinger. Das kenne ich, der kalte Schlund des Berges. Ah, neue Aufgaben freigeschaltet, was ist hier drin? Ah, ein paar Sternteile. Sehr gut für meine kleinen... Oh Mann, da, apropos klein, habt ihr gesehen, da war so ein kleines Viech drin, ist ja süß. Und da auch. Schütteln. Nicht drin. Auch so ein kleines Ding, oh süß. Okay, da unten ist auch noch was. Keilerei am Wassermeer. Was läuft denn da? Habt ihr es gesehen? Da läuft auch das. Was ist denn das? Was ist das? Okay, kennt irgendeiner von euch den Wallace und Gromit Film? Da mit diesen Riesenkaninchen. Ich glaube, aus diesem Film stammt diese Idee.
Das sieht ja schreckhaft aus. Was sollst du darstellen? Bist du eine Schweinehase oder... Keine Ahnung. Es ist ein Schweinehase und da unten ist auch noch so ein Schweinehase. Okay. Warum... Warum läufst du so glücklich? Ich bin ein Schweinehase. Und da unten laufen zwei mit einem Stinktier rum. Leute, ich würde mal aufpassen. Stinktiere sind sehr gefährlich und ihr kriegt den Gestank nicht mehr weg, aber müssen die selber wissen. Okay, der klingt echt wie ein Schwein. Au! Okay, der Gegner hat mich erstmal zuerst angegriffen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht. Oh, das lädt immer so lange, ey. Das gibt's gar nicht. Hör doch mal auf, zu lange zu laden. Ich will zocken. Ah, jetzt. So, was haben wir denn hier? Da sind zwei. Da sind zwei. Da sind zwei. Vier Gegner, alles klar. Einfach. Easy. Machen wir. So. Los geht's. So, jetzt. Irgendwie wollte die A-Taste wieder nicht. So, okay. Was machen wir zuerst? Bringen wir erstmal die Typen um? Ja, gute Idee. Und es trifft auch noch. Das ist auch ein Hindernis. Du weißt, das kümmert den gar nicht. Er kann die trotzdem platt machen. So, mal gucken, was die jetzt können. Weil die sehen ja aus wie diese Grobiane aus dem ersten Teil. Was, der ist tot? Nice. Okay, das sind auch... Ich bin mal gespannt, ob das Grobiane sind. Weil die sehen auf jeden Fall so aus wie Grobiane. Oder das sind, können jetzt die Katzen sein. Mal gucken, komme ich da ran an den jetzt? Natürlich nicht. Ich komme nicht ran. Also irgendwie... Squish! Ja, toll. Squish! Jawohl, überspringen. Was macht der jetzt? Was? Der kann Arschbombe! Warum kannst du Arschbombe? Wieso kann der Arschbombe? Warte mal ganz kurz. Jetzt greife ich auf jeden Fall. So, mal gucken, der auf mich zuläuft. Nee, ist kein Grobian. Okay, dann ist also die Grobiane wirklich diese Riesenkatze. Und die Typen... kann ich irgendwie noch nicht zuordnen. Aber ist mir egal. Ich hau ihn gleich schön in die Fresse. So komisches Rabbit-Schwein. Er klingt auch genau wie einer. 30 Erfahrungspunkte. Mann, was ist denn das? Du kriegst keine Erfahrungspunkte. Du kannst nicht leveln. Weil einfach, ja gut, wir sind Level 10. Also das sind... Ich glaube... Oh, guck mal, eine Eisäule. Das ist eine Eisäule. Oh, ich liebe Eisäulen. Die sehen so schön aus. Oder Schneeäulen, besser gesagt. Also Schneeäulen sind ja auch einer meiner absoluten Lieblings-Eulenarten. Und es hat nichts mit Harry Potter zu tun, by the way, aber... Trotzdem, ich liebe diese Vögel. Sie sehen so schön aus. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, da ist auch wieder so ein Dicker. Da komme ich also auch nicht vorbei. Was ist das? Aha. Komische Säule, die mir den Weg versperrt. Ich hole jetzt erstmal den Kleinen hier. Was hast du zu sagen? Vielleicht kannst du den Baum einfach mal ordentlich schütteln, damit der Kleine runterfallen kann. Dann kannst du auch selber schütteln. So, da ist er. Hallo, mein Kleiner. Ah, cool, Mann. Da ist er. Ha, cool. Gesundheit. Gesundheit. Oha. Du weißt schon, wer dreimal niest, ist dumm. Der Kleine sieht doch süß aus. Wow. Dezibelle. Guck mal, der schreit. Hurra, ein Glück, ihr habt mich gewonnen. Ich heiße Dezibelle. Schon gut. Wir können dich sehr gut hören. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gehört. Entschuldigung, darf ich mit euch kommen? Ich bin nicht gut im Kämpfen, aber dafür andere Sachen bin ich sehr gut. Ich will jetzt nicht ins Mikrofon schreien. Ich habe Schallkräfte, die stark genug sind, um schwere Gegenstände zu bewegen oder sogar zu zerstören. Auf Strahlestrand haben wir selbst gesehen, wie nützlich die Fähigkeiten von Spark sind. Allerdings... Was denn? Wir nehmen den Kleinen mit. Und was macht er jetzt? Ach, cool! Das Kind zählt! Oh,
und jetzt habe ich Schallkräfte. Oh, kannst du aufhören, so zu schreien? Oh, das schreit aber ziemlich die laut. Die Brücke, wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften... Entschuldigung, ich rede zu laut. Nochmal. Die Brücke, wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften zum Runterklappen bringen kann, ist sie unsere Eintrittskarte zum Berggipfel. Das klingt doch noch ein Plan. Die Wellenkraft vom Bibo aktiviert oder zerstört Elemente in der Umgebung der Helden. Drücke R, um sie einzusetzen. Bibos Wellenkraft. Sehr interessant. Also hat er auch wieder so ein paar Oberweltkräfte. Der kalte Schlund des Berges, komme weiter. Alles klar. So, erstmal räume ich hier ein bisschen auf. Geld, Geld, komm in meine Taschen. Alles schön mitnehmen, was wir mitnehmen können. War ja nichts drin. So. Ah, hier ist was. Sehr schön. Alles mitnehmen. Kann ich auch Eis damit kaputt machen? Moment. Nein. Alles klar, das Spiel ist unlogisch, weil eigentlich kann man mit Schallkräften auch Eis zum Zerbersten bringen, indem man einfach wirklich das halt genau richtig timet oder trifft, besser gesagt. Noch mehr Kohle. So, dann können wir mal da hochgehen. Aha. Wie ich hörte, haben Sparks besondere Fähigkeiten. Vielleicht gehört die Reparatur von Brücken dazu. Hä, wer weiß? Das ist ja keine richtige Brücke eigentlich. Das ist einfach nur ein Felsbrocken, der da steht und ganz zufällig da genau reinpasst. Peter. Ah, da unten geht's auch noch weiter. Gut zu wissen. Mhm. Seitige die Finsterzeitpfütze, die den Weg blockiert. Okay, machen wir. Da komme ich noch nicht hin, weil die Brücke natürlich kaputt ist. Das ist ja nicht so, dass die Rabbits einfach mal so eine Räuberleiter machen könnten, damit sie da rüberkommen. Aber nein, das können sie ja nicht. Da komme ich auch noch nicht weiter. Schütteln wir mal den Busch. Klingt auch ein bisschen falsch, dass wir den Busch geschüttelt haben. Und noch mehr Münzen. Sehr gut. So, und hier ist dann auf jeden Fall schon mal unser Hauptziel. Da müssen wir dann weiterkommen. Frost am Haken. Nee, Frost am Hacken. Frost am Hacken? Hä? Klingt ja auch ziemlich komisch. So. Da kommen wir dann weiter, dass wir dann weiter nach oben laufen können. Und da hinten scheint es an, irgendwie weiterzugehen. Und guck mal, der Rabbit da hinten im Hintergrund. Der wackelt die ganze Zeit mit dem Schiff. Naja, der freut sich wohl, dass er die erste Schiffsschaukel erfunden hat. Ah ja. Oh, mal wieder Schiffsschaukel fahren. Oh, das ist auch mal cool, da würde ich mich auch freuen. Oh, Abkürzung haben wir auch geholt. Ist hier noch irgendwas zu holen, oder... Ja gut, da ist auf jeden Fall unser Händler. Der hat auch eine Aufgabe für uns. Und erstmal die roten Münzen wieder sammeln. So, einmal, zweimal. Da ist noch eine. Zack. Was? Nicht bekommen. So, ah, jetzt kommt schon der Countdown. Toll. Und ich schaffe es nicht. Nein, ich habe es nicht geschafft. Also nochmal. So, jetzt mal richtig hier alles holen. Zack. Zack. Nummer 3. Nummer 4. Wo ist die Nummer 5? Da ist die Nummer 5. Die Nummer 6. Dann die Nummer 7. Und die Nummer 8. Tada! Wir haben eine Schatztruhe. Sehr gut. Das ist der schönste Moment meines Lebens. Das ist der schönste Moment meines Lebens. Und irgendwie klingt der wie Brian Griffin, oder? An manchen Stellen kann man echt denken, das ist Brian Griffin, aber anscheinend irgendwie nicht. Ah, guck mal, hier ist auch wieder diese Aufgabe mit dem, mit diesem Dummerchen Fischen da oder dummen Barschen. Ja, hier ist auch wieder... Okay, das heißt also, die Welt muss irgendwann erst wieder schön werden. Und dann kann ich das auf jeden Fall machen mit den dummen Bärschen, weil der Schwimmer ist da oben. Müssen wir uns auf jeden Fall auch merken. Zack, noch mehr Münzen. Sehr gut. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Da war wieder eine Eisäule. Ah. Sportsfreunde und so. Ja, ja, später. Kann ich da runter? Nee. Ist ja das Problem, unsere Helden können ja nie irgendwo runterfallen oder so. Da komme ich auch nicht durch. Das heißt also, erst den Berg erledigen und dann komme ich da weiter. Da ist alles eingeschleimt. Muss ich mir auch merken. Gut, dann haben wir keine andere Möglichkeit, um erstmal wirklich hier weiterzukommen. Ach ja, apropos das Boot. Das erinnert mich irgendwie an Steamboat Valley von Mickey Mouse. Kennt das jemand eigentlich von euch noch? Dieses alte Ding?
So, erstmal noch hier weiter. Los, du lässt mich in Ruhe, du komisches Schwein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, perfekt. So, was ist hier drin? Ich mach's doch platt, komm her. Weil bevor es mich irgendwie angreift oder sowas, weil es kann ja auch ein bisschen ärgerlich sein. Aber kennt jemand noch Steamboat Valley? Ist ein ganz, ganz alter schwarz-weiß Zeichentrickfilm. Der allererste von Mickey. Einfach nur mega cool. Ich glaube, so war die Musik. So, was haben wir denn? 4 Gegner und alles diese Hoppelhasen. Okay. Du fettes Schwein, geh doch mal weg. Ich komm nicht durch. Naja, gut, dann kriegst du zur Strafe etwas auf die Fresse. Die Vögel an der Seite, wie cool. Okay. Dann, da unten ist noch einer, da ist einer. Und da hinten ist der andere. Gut, okay. So. Bewegen wir mal dahin. Da der Typ sowieso mich nicht angreift, kann ich den da unten auch noch platt machen. So. Zack. So schreien die. Klingt auch sehr komisch. So, und du dürftest jetzt folgendes machen. Einmal das Zielscheibe. Boom! Und jawohl, der hat ihn auch noch getroffen. Nice. Die Gegner halten alle nichts aus. Das ist irgendwie ein bisschen schade, aber irgendwie auch cool. So, du kommst jetzt angedackelt. Alter! Ja klar. Gut, das habe ich jetzt nicht mehr vergessen. Und das war's. Schlacht gewonnen! Und wieder 30 Erfahrungspunkte. Mein Gott. Kann doch wohl nicht wahr sein. Aber naja. Lief trotzdem ziemlich gut. So, jetzt kann ich dann auch irgendwie noch weiter mich ein bisschen. Oh, eine Erinnerung! Erinnerung, Erinnerung, Erinnerung holen. Oh, das war doch nicht nötig. Nein, das war doch nicht nötig. Der Pfad auf dem Mastenberg. Aha. Das ist die Erinnerung. Interessant. Da kommt ein komischer Geruch hinter dieser Barriere vor. Da steckst du nicht Gutes dahinter. Wieso hast du hinten geforzt oder was? Ah nee, ist nur ein Schleimi. Okay. Finsterzeit am Fuß des Berges. Aha. Okay, muss ich... Ich muss da glaube ich später durch oder so. Dass ich da weiterkomme. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen schon wieder langsam den Part zu Ende. Das ist nämlich bald wieder 20 Minuten. Hier hinten haben wir noch eine Mission gehabt, die mache ich auch noch im nächsten Part und dann noch die Hauptmission und dann, ja, haben wir auf jeden Fall im nächsten Part wieder einiges zu tun, aber ich denke mal, die Aufgaben werden sehr einfach werden, die werden nicht so schwer. Naja, also wie gesagt, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und auch danke für euer Interesse, dass ihr bei mir wieder reingeschaut habt. Haut da rein, macht's gut, bis zum morgigen Part. Tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, macht's gut. Bis denn.